Gute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar habe ich für euch eine Rathaus 9 Base. Und zwar bei dem großen CWC-Finale zwischen Deutschland und Frankreich gab es eine Rathaus 9 Base, die richtig, richtig gut gehalten hat. Und wie die Profis auf die Base angegriffen haben und wie die Base sich hier einfach nicht auf 3 Sterne bringen hat lassen. Das wollte ich euch heute zeigen. Ich zeige euch zum Schluss auch auf jeden Fall nochmal die ganze Base mitfallen. Ich habe meinem Bruder, der die Base hier bei dem CWC-Finale benutzt hat, gefragt. Ich darf die Base hier einmal vorstellen. Also ist wirklich eine absolute Profi-Base. Also falls ihr einen Rathaus 9er habt oder einen Kumpel habt, der eine Rathaus 9 Base braucht, dann schickt ihm doch auf jeden Fall das Video, weil das ist wirklich eine verdammt gute Base. Wir sehen jetzt hier als erstes von den Franzosen ein Angriff mit einem Killscourt Lalo. Da hat er leider den Jump-Zauber nicht richtig gesetzt über diese beiden Mauern. Auch das ist natürlich geplant, dass das hier sehr schwer zu platzieren ist. Und dann hat er in der Mitte die Königin nicht bekommen. Die ganzen X-Bows leben da auch noch. Und dann ist das hier der erste von richtig, richtig vielen Fail-Angriffen. Also das funktioniert schon mal so nicht. Und da seht ihr es, also richtig schöne erste Verteidigung. Dann haben wir hier den nächsten Angreifer und auch der versucht es hier wieder mit einem Luftangriff. Der hat sich hier gedacht, Alter, die beiden Luftabwehren, die stehen doch da ziemlich eng nebeneinander. Was passiert denn eigentlich, wenn man die beiden blitzt? Und das ist auch immer quasi das, was sehr viele von den Leuten probieren, die das Ganze hier in normalen CWs probieren, die Base anzugreifen. In der Clanburg habt ihr gesehen, waren Valkyren und Kobolde. Kann ich euch aber auch nochmal auf jeden Fall genau sagen, was da drinne war. Und jetzt hier der Lalo mit den Drachen wieder geflogen. Die beiden Luftabwehren hier außen. Einer ist von der Queen noch gefallen, der andere macht jetzt hier der Lavahund platt. Aber ihr seht, trotzdem langt es hier zum Schluss nicht ganz. Da leben noch relativ viele Verteidigungsgebäude, ein X-Bow in der Mitte, ein Bogiturm, der dann hier außen den ganzen Cleanup wegnimmt. Der Magierturm lebt da auch noch. Und dann langt auch hier der Angriff von den Franzosen nicht. Also hier die besten Spieler Frankreichs haben echt Probleme gegen die Base. Und es werden noch mehr Angriffe auf die Base kommen. Und zwar haben wir jetzt hier einen Angreifer, der hier wieder mit einem Lado-Part angreifen möchte, aber jetzt hier seine Queen außen langlaufen lassen möchte. Und auch das funktioniert, kann ich euch schon wieder spoilern, ganz knapp nicht. Auch hier hält die Base wieder Stand. Wir können uns hier wieder angucken. Er lockt hier wieder die Clanburg. In der Clanburg 1-2 Valkyren, ein Bogenschütze, 3 Kobolde und ein Babydrache. Also damit ihr Bescheid wisst. So, Giftzauber wird draufgeworfen, Wutzauber auch noch. Wutzauber finde ich fast ein Ticken zu viel, aber die Valkyren, die zwingen da quasi die Queen oder den Spieler dazu, einen Wutzauber da zu werfen. Der bringt er jetzt aber nicht so viel. Ist jetzt hier mit seinem King unterwegs und dann sehen wir nachher Mauerbrecherversuche. Aber er bringt hier erstens die Mauerbrecher nicht ganz durch und dann auch nicht wirklich da, wo er sie haben möchte. Dann funktioniert da der letzte Mauerbruch auch nicht. Und dann jetzt hier die schwarze Minen, der Luftfeger nervt, der X-Bow ist die ganze Zeit da drauf. Und dann gucken wir auf die Zeit, es sind jetzt schon 1 Minute 30 rum. Jetzt bekommt er erst die gegnerische Queen und die muss dann da auch gezündet werden, geht dann da auch fast noch down. Das hat er hier sehr schön retten können. Und dann langt jetzt hier es zum Schluss wieder nicht. Also hier wieder ein richtig schöner Angriff und schon wieder hält die Base. Also die Base ist wirklich absolut stark. Ich habe noch nie so eine Rathaus 9 Base gesehen.
die so stark gehalten hat, wieder der X-Bow, der hier überlebt. Der letzte Hund kann hier nichts machen, die ganzen Lava-Pups-Welpen sterben jetzt hier aus, weil der eine X-Bow dort überlebt und dann sind das hier 93% zum Schluss für den Angreifer und es langt hier nicht für die drei Sterne. So, und dann sind wir jetzt hier auch schon beim fünften Angriff, ich weiß nicht, vierter oder fünfter Angriff und der nächste Angriff und der jetzt hier mit den Schweinereitern. Also ihr seht, die Franzosen haben wirklich alles auf die Base ausprobiert. Die Base hat gegen jede Taktik fast standgehalten. Ich muss dazu sagen, eine Rathaus 9 Base sollte man 9 gegen 9 eigentlich immer auf 3 Sterne legen können. Es geht nur darum, das dem Angreifer so schwer wie möglich zu machen. Und ich glaube, ihr seht's, die Base macht es den Angreifer richtig, richtig schwer, dort 3 Sterne zu holen. Also natürlich könnt ihr auch mit der Base von einem 9er auf 3 Sterne gelegt werden, so wie jede andere Base auch auf 3 Sterne fallen kann. Aber ihr macht es dem Angreifer richtig, richtig, richtig schwer. Und ja, falls ihr das benutzen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Das Rathaus steht hier so weit außen, weil man 9 gegen 9 eigentlich nur auf die 3 Sterne verteidigen möchte. Also man möchte es den Angreifer so schwer wie möglich machen, die 3 Sterne zu bekommen. Und das macht ihr jetzt hier. Doppelriesenbombe in der Mitte, da sterben einige Schweinereiter raus an dem X-Bow. Dann hier noch ein paar Boden-Skellies. Das werde ich euch nachher alles zeigen, wie die Fallen wo platziert sind. Hier fliegen wieder die Schweinereiter weg, also die Sprungfallen sitzen hier auch prima auf der Base. Und dann wird das hier zum Schluss richtig, richtig knapp, kann ich euch jetzt schon mal spoilern. Und dann, ja, hier auch die Kill-Squad oder, ja, Kill-Squad-Schweinereiter-Taktik. Hier wieder nicht funktioniert, er zündet jetzt hier seine Queen im allerletzten Moment. Aber hier der X-Bow, der lebt hier wieder, nimmt jetzt hier die Queen raus und die ganzen restlichen Truppen. Der Bombenturm überlebt er jetzt auch noch. Und dann haben wir hier noch außen 4 Bowler, die hier von der Klamburg aus immer noch am Leben sind. Und ihr seht schon, es wird richtig eng. 20 Sekunden sind hier noch auf der Uhr. Aber die Base hält hier schon wieder, der Bombenturm und der X-Bow nehmen hier die letzten Bowler raus. Und dann wird das hier ein 99% Angriff von den Franzosen. Und wir springen mal hier in den Clankrieg. Und da haben wir hier die Base von Bayern München, der hier auch nebenbei 6, also zweimal 3 Sterne geholt hat. Und insgesamt 6 Verteidigungen hat er geschafft. Also die Gegner haben es 6-mal die Base angreifen müssen. Also hier 5 Neuner haben es nicht geschafft, die Base auf 3 Sterne zu legen. Richtig, richtig, richtig starke Base. Und die wollte ich euch dann nochmal zeigen, wie die jetzt hier aussieht mit den Fallen. Da seht ihr sie. Ich kann nicht weiter rausscrollen. Ich glaube, so dürfte das für einen Screenshot ganz gut sein. Was in der Klamburg drin war, habe ich ja schon gesagt. Wir haben hier die Doppel-Riesenbomben mit 2 kleinen Bomben, jeweils an den X-Bows. Wir haben hier 2 schwarze Minen an der Luftabwehr, genauso auf der anderen Seite. Die Sprungfallen haben wir ja auch schon gesehen, die halten richtig gut gegen die Schweinereiterangriffe, weil genau hier man auf der Seite unten kommt, um hier Königin, Klamburg und die Queen rauszubekommen, also sind auf der anderen Seite die Sprungfallen gegen die Schweinereiter platziert. Rote Minen hier auch ziemlich nah bei den Magiertürmen, weil, falls man mit Lalo angreift, haben wir auch schon oft gesehen, dass dann hier die roten Minen dann immer auf die Luftballone gehen. Also hier richtig, richtig schöne Base. Sollte wirklich wunderbar für euch halten, solange die Base nicht so bekannt ist, denke ich mal, dass ihr die auf jeden Fall in dem ganz normalen Clankrieg benutzen könnt und auch in der Clankriegsliga. Ich denke, da dürfte sich auch der ein oder andere Zehner die
Zähne ausbeißen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, für die anderen Leute, die die Base auch benutzen wollen, wie sie bei euch so aktuell halten. Ich denke mal, das Video wird dann auch vielleicht der ein oder andere ein bisschen später sehen. Und wenn ihr dann da halt hinschreibt, dass die letzte Woche für euch 3-4 Verteidigungen geschafft hat, bevor sie erst gefallen ist, dann schreibt es doch mal gerne rein. Und dann wissen die anderen direkt auch Bescheid. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit der Base. Ich hoffe, sie hält wirklich so gut wie hier auch in dem CW. Also 6 Angriffe insgesamt für eine Base. Das ist wirklich auf dem Profi-Niveau fast nicht normal. Also das ist wirklich unnormal. Also das passiert eigentlich so gut wie nie. Und dann noch im Finale gegen wirklich einen richtig starken Gegner aus Frankreich. Ich glaube, mit der Base werdet ihr richtig viel Spaß haben. Macht's gut, haut rein. Und tschüss mit dir.